Man sprach viel damals davon, sich vielleicht umbringen zu müssen. Gretel Adorno hat über Benjamins Kafka-Arbeit gesagt: Nicht umsonst kommt hier das Bucklicht-Männlein wieder vor. Ich möchte noch viel mehr von dir darüber hören. Es ist mit der Zeit noch schöner geworden. Ich war sehr glücklich, als ich es las. Er hat lange mit Kafka und dem Volkslied vom Bucklicht-Männlein zu tun gehabt. Die Arbeit ist im Exil entstanden. Da heißt es: Im Volkslied ist das Bucklicht-Männlein der Insasse des entstellten Lebens. Es wird verschwinden, wenn der Messias kommt, von dem ein großer Rabbi gesagt hat, dass er nicht mit Gewalt die Welt verändern wolle, sondern nur um ein geringes sie zurechtstellen werde. Wenn ich an mein Bänklein knie, will ein bisslein beten, steht ein Bucklicht-Männlein da, fängt als an zu reden. Liebes Kindlein, ach, ich bitt, bet fürs Bucklicht-Männlein mit. So endet das Volkslied. Und Benjamin fügt hinzu: Das Bucklicht-Männlein steht da und fragt weiter, der graue Vogt, der von jedwedem Ding den Halbpart des Vergessens einbehielt. Das Bucklicht-Männlein, ein Bote aus dem Reich des Vergessens. Nun aber vertritt es uns den Weg in die Zukunft. Es ist unendlich viel Hoffnung da. Nur nicht für uns, sagt Kafka. Es heißt in Benjamins letzter Arbeit: Das Glück ist uns nur vorstellbar in der Luft, die wir geatmet, unter den Menschen, die mit uns gelebt haben. Es schwingt mit anderen Worten in der Vorstellung vom Glück die Vorstellung der Erlösung mit. Dieses Glück ist fundiert auf eben der Trostlosigkeit und eben der Verlassenheit, die die unseren waren. Den Text soll er bei seiner Flucht mit sich getragen haben. Am Morgen des 26. September 1940 geht Benjamin über die spanische Grenze. Er ist krank, herzkrank. Das wahre Maß des Lebens ist die Erinnerung, meint er. An der Grenzstation Porbou heißt es: Trotz gültigem Durchreisevisum, Staatenlose dürften nach neuester Anordnung nicht mehr durch. Die Flüchtlinge können noch die Nacht im Grenzort bleiben. Am nächsten Morgen sollen sie an Frankreich und damit auch der Gestapo ausgeliefert werden. Benjamin vergiftet sich in dieser Nacht. Die spanischen Grenzbeamten lassen die anderen Flüchtlinge daraufhin weiterreisen. Die Papiere, die er bei sich hatte, die ihm so wichtig waren, sind verloren gegangen. Die Polizeiakte von Porbou verzeichnete eine Aktentasche, eine Herrenuhr, Pfeife, 6 Fotos und Papiere unbekannten Inhalts. Das Grab Benjamins war schon nach kurzer Zeit verschwunden. Am Ende des Zweiten Weltkriegs ist er ein unbekannter Autor. Vom gebildeten Personal des Reichssicherheitshauptamtes bleiben die meisten Organisatoren des Massenmordes am Schreibtisch unbehelligt. Gut integriert in Deutschland, als Rechtsanwalt, als Germanistikprofessor, der Benjamin empfiehlt, und als Verlagslektor, der Hannah Arendt betreut. Scholems erstes großes Buch zur jüdischen Mystik ist Benjamin gewidmet. Das Engelsbild wurde gerettet. Der Engel der Geschichte muss so aussehen, schreibt Benjamin. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Der Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Benjamin wollte, dass Adorno seinen Nachlass bekam. 1950 in Deutschland gab Adorno als erstes Benjamins Buch Berliner Kindheit um 1900 heraus.
Arbeit des Eingedenkens. Gretel Adorno war die Erste, die nach 1945 seine Manuskripte entziffert hat. Sie erinnerte sich an Benjamins Essay zu Goethes Wahlverwandtschaften. Der schließt mit dem Satz: Nur um der hoffnungslosen Willen ist uns die Hoffnung gegeben. Paris, Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. Benjamins Arbeit bleibt ein Riesenfragment. Manuskripte und das Bild des Engels von Klee waren in der Nationalbibliothek versteckt worden. Die Nationalbibliothek ist neu gebaut worden. Erst 1981 ist ein weiterer Teil des Nachlasses gefunden worden. Dabei war auch ein Manuskript der Berliner Kindheit um 1900. Zwischen dem Bahnhof Austerlitz in Paris und der Stelle, wo heute die neue Nationalbibliothek steht, war eine Sammelstelle für Möbel, Porzellan, Kunst aus geplünderten Wohnungen von Juden. Die ersten Deportationen aus Frankreich gingen von diesem Bahnhof aus. Tausendvierhundert jüdische Kinder, etwa 800 darunter aus Deutschland und Österreich, wurden in die Todeslager deportiert, von den französischen Helfern der Nazis zusammengetrieben. Im Pariser Memorial de la Shoah sind ihre Fotos zusammengetragen worden. Es war eine jahrelange, schwierige Arbeit, sie alle aufzufinden. Arbeit des Eingedenkens. Erinnere dich, das ist die Arbeit dieser Gedenkstätte. Wir sind den Toten noch eine Antwort schuldig, ihnen, die selbst glücklich leben wollten. Das Gesicht des Todes muss ein anderes geworden sein, sagt Benjamin. In der Shoah-Gedenkstätte sind auf Mauern die Namen der in die Todeslager Deportierten eingraviert. Immer wieder gibt es Änderungen oder neue Namen. Erinnerungsarbeit ist mühsam. In das Gedächtnis eingeschlossen sind auch die vielen jüdischen Flüchtlinge, die in Frankreich Rettung suchten. Die Vergangenheit ist nicht vergangen. Freunde wie Scholem waren Benjamins Archiv. Seine Manuskripte und Entwürfe hatte er an sie verteilt. Sie begannen auch, die Korrespondenz des großen Briefautors herauszugeben. Und Adorno begann, was Benjamin sich gewünscht hatte: die endliche Sammlung meiner unendlich verzettelten Produktion. Als Adorno 1949 nach Europa zurückging, kam er zuerst nach Paris. Nachts auf der Place de la Concorde stand er und weinte. Er vermisste Benjamin. Benjamins Paris gab es nicht mehr. Für seine Freunde war das alte Europa untergegangen. Eigentlich gibt es Frankfurt am Main nicht mehr. So sah es Adorno. Aber er wollte immer zurück. Für Benjamin und seine Freunde war gemeinsame Erfahrung und Erkenntnis ein Ausblick auf Utopie. Das Gedächtnis ging in Kreisen auseinander. Es gibt nichts Vergangenes, sagt Viktor Schklowski, den Benjamin schätzte. Brecht schrieb zu Auschwitz: Das vertrage keine Beschreibung in literarischer Form. Er hätte gern gesehen, dass Benjamins Werke erscheinen im Osten oder Westen. Berlin, schreibt er, der Schutthaufen bei Potsdam. Brecht konnte Theater machen, mit Schwierigkeiten. In der DDR lagen Arbeiten und Briefe von Benjamin im Archiv. Auch sein Testament, in dem er Scholem das Engelsbild vermacht. Ab 1950 erscheinen Benjamins Schriften in Westdeutschland. Brecht notiert: Ein Land, das die Vaterlandsverräter belohnt, weil sie seine Schändlichkeiten bekämpfen, möchte man vielleicht zum Vaterland haben. Brecht hatte zu Adorno gesagt:
Benjamin sei sein bester Kritiker gewesen. Benjamin hatte in eins seiner Bücher, eine Arbeit zum Elend deutscher Intellektueller, eine Widmung für Brecht geschrieben, dessen eigene Gedichtzeile: Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Es besteht, sagt Benjamin 1940, eine geheime Verabredung zwischen den gewesenen Geschlechtern und unserem. Uns ist wie jedem Geschlecht, das vor uns war, eine schwache messianische Kraft mitgegeben. Benjamins Engel, der zum Engel der Geschichte geworden war, hing viele Jahre in Gretel Adornos Zimmer, bis er zu Gershom Scholem nach Jerusalem weiterwanderte. Scholem erinnert sich 1976, bei Benjamin gab es eine Hingabe an das Geistige wie bei einem Schriftgelehrten, der in eine andere Welt verschlagen und auf der Suche nach seiner Schrift ist. Messianismus und Erlösung. 1951, erst kurz zurück in Deutschland, sagte Adorno, man schämt sich der Utopie, weil es keine mehr zu sein brauchte. Gretel Adorno hatte einmal an Benjamin geschrieben, deine Freundschaft ist so unegoistisch. Und wo ist schließlich die feine Grenze zwischen Freundschaft und Liebe? Bei Benjamin heißt es, denn wer kann mehr von seinem Dasein sagen, als dass er zwei oder drei anderen durch ihr Leben so zärtlich und so nah wie das Wetter gezogen ist?